Hier ist der Mann, der alles weiß, aber nichts verrät. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine neue Folge kaum zu glauben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns, diesen Sonntagabend mit Ihnen gemeinsam hier ausklingen lassen zu können. Guten Abend, herzlich willkommen, Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt. Und Stefanie Stumpf. Und guten Abend natürlich auch, mein Freund und Kollegen Jörg Pilawan. Guten Abend. Und damit sind wir auch schon bereit, unseren ersten Gast für heute herzlich willkommen zu heißen. Das ist Raimund aus Hamm. Guten Abend. Ganz genau. Raimund, herzlich willkommen. Du wirst jetzt natürlich sehr intensiv angeschaut, das ist klar. Ja, alle versuchen schon an deinem Äußeren, aus deinem Gesicht abzulesen, worum es wohl geht. Ich möchte lösen. Wir werden es unserem Publikum zu Hause jetzt verraten, wenn Sie es denn mögen. Wenn nicht, schließen Sie bitte jetzt die Augen und halten Sie sie geschlossen, bis Sie wieder diesen Ton erhören. Es geht um Folgendes. Nicht lachen. Oh, das ist was Ernstes. Das ist was Ernstes. Ganz ernst. Was die alle ganz bedrückt. Das ist tragisch. Wir sind alle ganz bedrückt. Das ist traurig. Also einige sind betroffen, ne? Das ist wirklich... Ja. Die Dame hat gar nicht reagiert. Das ist die Geschichte von Raimund. Und der Hinweis lautet, Raimund hatte einen ordentlichen Dachschaden. So, so. Bernhard, 45 Sekunden, los geht's. Einen wunderschönen guten Tag. War es ein einmaliges Ereignis? Ja. Hat das etwas mit deinem Haus zu tun? Brillant. Nein. Ist etwas durch das Dach gekommen? Nein. Aber wir reden von dem Dach. Das Dach eines Gebäudes. Nein. Nein. Dann brauche ich jetzt einen neuen Hinweis. Ja. Okay. Hat es etwas mit deinem Kopf zu tun? Ich versuche den Begriff Dach zu klären, nur wenn die Kollegen... Nein, komplett rausgeschossen. Wann? Wann? Was? Wann? Ich glaube, die Frage, wann, können wir eindeutig mit Ja beantworten. So, die ersten 200 Euro. Es geht weiter mit Hubertus. Ist Ihnen etwas passiert? Ja. Haben Sie dazu auch etwas getan? Ja. Ja, okay. Also Sie waren auch aktiv? Ja. Ja. Hat das was mit einem Hobby zu tun? Nein. Hat das was mit Ihrem Beruf zu tun? Nein. Hat das was mit einem Wettbewerb zu tun? Nein. Mein Gott, was machen Sie? Ja. Also, hatte der Dachschaden Verletzungen in der Folge? Haben Sie irgendwelche Schürfwunden gehabt? Nein. Hatte Ihre Frau Angst um Sie? Das will ich hoffen. Ja. Es war also eine gewisse Gefahr. Ja. Ja. Hatte Ihre Frau, war Ihre Frau eifersüchtig? Nein. Hatte Sie, da lachen Sie aber ganz befreit plötzlich. Also. Ja. Ja. Wieder nicht erraten, ja. Wir sind bei 400 Euro, Raimund. Ja. Auto, ich muss mit Auto fahren. Stefanie ist in der ersten Runde die dritte im Bunde. Los geht's. Es ist etwas kaputt gegangen. Ja. Also ist es etwas, was oben ist? Ja. Ist etwas durch etwas durchgefallen? Nein. Ist etwas auf Sie raufgefallen? Nein. Du hast es gleich. Mhm. Ist, Wir müssen das Dach rauskriegen. Ist es draußen passiert? Ja. Ist es... Es hat nichts... Hat es was mit Glas zu tun? Nein. Hat es was mit Holz zu tun? Nein. Hat es... Metall. Das Dachproblem. Es hat nichts mit Dachziegeln zu tun? Nein. Auto. Ach, Auto. Mit dem Auto zu tun? Ja. Ja. Hm? Ah. Ja. Bernhard! Vielleicht ist das Unwetter jetzt. So, Jörg. Okay. Als es passierte, saßen Sie in Ihrem Auto? Ja. War es ein Unfall? Nein. Hat es was mit Wetter zu tun? Nein. War es ein geschlossenes Auto? Ja. Und Sie hatten keinen Unfall, kein Cabrio? Nein. Aha.
Waren Sie allein im Auto? Ja. Ist Ihnen das Dach abhanden gekommen? Ist das Dach abgefräst worden? Nein. Nein. Warum nicht? Das würde passen. Ja. Warten Sie. Dachschein. Ah, Ihr Auto ist fälschlicherweise in eine Presse gekommen. Nein. 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 Hm? Also 800 Euro. So, ihr dürft euch jetzt noch einmal kurz schließen. Das würde ich gleich mal versuchen. Ja, das könnte es aber noch sein. Angenommen, das ist falsch. Ja. Das war ja kein Unfall. Es war kein Unfall. Aber das hat nicht und Wetter war es auch nicht. Wetter, aber das war kein Wetter, es war kein Unfall, es war kein Hobby, es war kein Wettbewerb, es war kein Beruf. Aber es war ein Auto. Wir haben es gar nichts passiert. Wir haben es. Bernhard. Ja, Sie sind mit einem Auto in eine Garage, Tiefgarage gefahren und einfach hängen geblieben. Nein, nein, nein. So, apropos. Sie haben ein Schiebedach, haben oben rausgeguckt, während Sie in die Tiefgarage gefahren sind und haben nicht gemerkt, dass die Mauer näher kommt. Und plötzlich war das Auto zwar ganz, aber dass Sie noch lachen, wundert mich. Aber es ist. Ja, ja, okay. Stefanie? Er hat den falschen Ausgang der Tiefgarage gewählt und ist mit dem Auto irgendwo runtergefallen und hat sich überschlagen. Nein. Nein. Sie haben gar nichts Aktives gemacht, sondern Ihnen ist jemand aufs Dach gefallen. Ein Fallschirmspringer. Ist bei Ihnen auf dem Dach gelandet. Ja. Das war es auch nicht, lieber Jörg. Das heißt, auch hier muss ich sagen, nein. Und damit 5 mal nein, 200 Euro obendrauf, 1000 Euro für Raimund. Und jetzt werde ich euch natürlich verraten, worum es geht. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, aber für Raimund ist es so, als wäre es gestern gewesen. Raimund ist morgens vor seinem Haus ins Auto gestiegen, hat das Auto gestartet, das Auto ist explodiert. Und Raimund hat das völlig unverletzt, ohne einen Kratzer überstanden. Genau. Das ist wirklich kaum zu glauben. Und dass diese Erlebnisse für Raimund noch sehr, sehr präsent sind, das werden Sie jetzt sehen. Der 10. Mai ist für mich ganz bestimmt wie ein zweiter Geburtstag im Leben, ne? Dass Raimund Liening heute noch lebt, grenzt an ein Wunder. Aus diesem Auto steigt er 1973 praktisch unverletzt. Dieser 10. Mai war für uns ein ganz normaler Donnerstag, ein ganz normaler Arbeitstag. Wir sind aufgestanden, wir haben gemeinsam gefrühstückt. Meine Frau, die beiden Kinder, meine Frau hochschwanger. Die Geburt stand ja in ein paar Wochen an. Wie immer macht sich der Wasserinstallateur nach dem Frühstück auf den Weg zur Arbeit. Ich bin dann aus dem Haus gegangen, meine Frau stand mit den Kindern hinterm Fenster, hat dann noch gewunken, hab mich ins Auto gesetzt, an nichts Böses gedacht, den Schlüssel umgedreht. Es gab einen unheimlichen Knall und auch die Kinder haben geschrien, wer weiß wie. Durch die Wucht der Detonation bersten sogar die Fensterscheiben. Raimund rettet sich nur mit ein paar Kratzern aus dem Wrack. Und ich bin aus dem Auto rausgesprungen, das brannte ja auch das Auto und ich bin praktisch durchs Fenster ins Wohnzimmer reingesprungen. Der Wagen ist total zerstört. Das Dach wird durch die Explosion mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Wagen und auch unser Wagen, die waren regelmäßig zur Inspektion und da wurde alles Mögliche gemacht, aber das war wohl irgendwie eine höhere Gewalt, ne? Für alle Leute, Fachleute unerklärlich, ne? Mein Mann hatte schon viele Schutzengel und wir nebenbei auch, muss ich zugeben. Raimund Liening aus Hamm hat eine Autoexplosion überlebt. Kaum zu glauben. Also es ist wirklich unglaublich. Das Ganze hat sich 1973 zugetragen. Das Auto es war kein altes Auto. Okay, der hatte, glaube ich, 80.000 Kilometer weg, aber immer gut gewartet worden und alles. Und man hat nie rausgefunden, woran es gelegen hat? Es ist wohl so gewesen, dass ein Benzin-Gas-Luftgemisch sowas ausgelöst haben kann. Ne? Funken beim Starten des Wahrscheinlich, Autos. Wahrscheinlich, ne? Und dann ja. Sah so aus. Was hat denn die Versicherung gesagt, als sie gesagt haben, also, schauen Sie, ich habe da einen kleinen Kaskofall. Ja, das ist ja nicht nur mein Auto kaputt gewesen. Daneben, wir hatten einen Mieter bei uns im Hause wohnen, der stand 2 Meter von ab. Der hat auf alle 4 Rädern Plattenscheiben kaputt, aber der ist nach 2 Tagen ausgezogen. Okay. Schlechte Gegend, schlechte Gegend.
Eine unglaubliche Geschichte. Ja, danke. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Danke. Grüße nach Hamm und Grüße an Ihre Frau. Ja. Raimund aus Hamm. Und ich bin gespannt, wie Sie die nächste Geschichte sehen. Herzlich willkommen, hier ist Svenja aus Hamburg. Grüß dich. Herzlich willkommen. Auch du hast natürlich etwas Besonderes, was es zu erraten gilt. Und für Sie zu Hause schauen Sie hin oder auch nicht. Okay, oh, schon mal nicht gefährlich. Hubertus, das ist deine Tochter und du weißt es nicht. So, die Geschichte von Svenja ist wieder ausgeblendet. Und zweiter Gast, Hubertus, beginnt. Der Hinweis an euch ist, ja. Svenja mag's kurz. Hubertus, bitteschön. Danke, liebe Svenja, Sie mögen es kurz bei Ihrem Beruf? Nein. Bei Ihrem Hobby? Ja. Ist es ein Wettbewerb? Nein. Hat es was mit Sport zu tun? Nein. Hat es was mit Geschicklichkeit zu tun? Nein. Hat es was zu tun mit Unterhaltung im weitesten Sinne? Nein. Machen Sie das draußen? Nein. Machen Sie es drinnen? Ja. Super. Verlassen Sie dafür Ihr Zuhause? Ja. Gehen Sie in eine Praxis? Nein. In ein Kaufhaus? Ja. Sie gehen in ein Kaufhaus? Nein, ich glaube, das führt in die falsche Richtung. Okay. Nein, kein Kaufhaus. Aber verdienen Sie damit Geld? Nein. Sind Sie Ehrenamt? Ach, nein. Ich habe es fast gar nicht. Ganz dicht. Aber Svenja freut sich über 200 Euro. Sehr schön. Und es darf gerne noch ein bisschen was dazukommen. Auf jeden Fall. Kannst du gut gebrauchen. So, Stefanie. Hat es was mit einem Minirock zu tun? Nein. Wie kommst du denn darauf? Hat es was mit Kleidung zu tun? Nein. Ist es einmalig? Ja. Ja. Versehentlich? Nein. Kannst du das besonders gut? Nein. Aber du hast es trotzdem freiwillig gemacht? Ja. Wurdest du dazu animiert? Ja. Hast du damit jemandem geholfen? Nein. So dicht dran. Aus reinem Spaß. Ja. Hast du eine Wette verloren? Nein. Hat es was mit Haaren zu tun? Nein. Ja? 400 Euro. Es ist noch sehr verworren. Es ist noch sehr verworren. Wir sind okay, dem Kern noch nicht so nah. Ich versuch's mal. Svenja, ist es ein Hobby? Ja. Du sammelst etwas? Ja. Du sammelst etwas Kleines? Ja. Auch etwas Kurzes? Ja. Gibt es noch mehr Menschen, die das sammeln? Ja. Mag's kurz, klein. Sind es Tiere? Nein. Ist es aus Kunststoff? Nein. Nein. Aus Metall? Nein. Aus Stoff? Nein. Kann man das im Laden kaufen? Ja. Nee. Aha. Was ist denn kurz? Zahnstocher. Du sammelst Zahnstocher? Nein. Du sammelst Ohrreinigerstäbchen? Nein. Sie sammelt etwas, aber was? Kurzes? Kurz. Schnäpse. Du sammelst kleine Schnapsflaschen. Kurze. Ja, und jetzt brauchen wir aber noch... einmal 200 noch drauf und jetzt brauchen wir noch eine ganz spezielle. Ich weiß nicht. So, jetzt muss Bernhard, du musst jetzt auch ganz schnell reinmachen. Sie sammelt kurze, aber das reicht nicht, um hier zu sitzen. Also, du hast die größte Schnapsglas-Sammlung Deutschlands. Nein. Europas. Ich habe 45 Sekunden. Okay, also, es geht um Schnapsgläser. Nein. Ah, es geht um kurze Gläser? Ja. Es geht um Schnaps. Ja. Du sammelst Schnaps. Ja. Du hast die größte Schnapssammlung Deutschlands. Du hast sie auch alle getrunken. Nein. Nein. Du sammelst diese kleinen Flaschen, diese kurzen. Genau so ist es. Die hat die größte Schnaps-Mini-Kurzglas-Flaschen-Sammlung Deutschlands. Ja. Hier ist richtig. Echte Teamarbeit und wir können das natürlich noch etwas präzisieren. Ja. Svenja hat von ihrem Opa eine Sammlung geerbt von Schnaps,
Fläschchen. Und zwar genau 33.333 an der Zahl. Ja. Und das ist wirklich eine beeindruckende Sammlung, die Sie hier sehen können. Ja? In diesem unscheinbaren Haus verbirgt sich ein hochprozentiger Schatz. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Der Traum eines jeden Partykellerbesitzers, ein Eldorado für Feierlustige. Zwei Räume voller Schnapsflaschen. Und sie ist die Besitzerin, Svenja Bergner aus Hamburg. Mein Opa ist mit dem Rentenalter rumgereist, hat sich halt von den Reisen die Flaschen mitgebracht als Andenken. Und dann hat er mir halt die Flaschen jetzt vermacht und jetzt sind sie in meinen Händen. Und was wäre eine Schnapssammlung ohne Schnapszahl? 33.333 kleine Flachmänner. Aber was sagen eigentlich die Eltern zu so einem Erbe? Also bei Svenja müssen wir uns keine Gedanken machen, dass diese kleinen Schnapsflaschen austrinkt. Wir haben noch genug große im Vorrat, an denen sie sich dann bedienen kann. Kein Thema. Aber verführerisch wäre es ja schon. Mal ehrlich, Svenja, nicht mal in Versuchung gekommen bei den dollen Fläschchen. Mein Opa hat immer gesagt, Svenja, lass ja die Finger von den Flaschen und die sind nur was wert, wenn die wirklich original verschlossen sind. Ja, und dann habe ich mich notgedrungen daran gehalten und bin auch nicht nachts heimlich in den Keller gegangen oder probiert. Und damit besitzt Svenja die wahrscheinlich größte Schnapsflaschensammlung in Deutschland und ist mit dieser Umgebung der Hotspot für alle ihre Freunde. Prost auf Opa, ne? Und nicht lang schnacken, komm in Nacken. Was für ein Hobby, liebe Svenja. So ein bisschen neidisch sind wir ja schon. Oh Mann, Svenja. Warum hat der Opa denn ausgerechnet dir diese Sammlung vermacht? Ich bin immer früher mit ihm auf Reisen gefahren und bin zu den Schnapsflaschenfirmen mit hingefahren und war auch eigentlich nie im Kindergarten und habe halt die Firmen mit besucht und da sagte er, er möchte das gerne meine Hände geben, weil er glaubt, dass ich damit am meisten anfangen kann, gerade ja, weil ich das auch von Anfang an so ein bisschen mit begleitet habe. Und was wird denn jetzt mit der Sammlung passieren? Ein Teil der Sammlung, also der Großteil, geht jetzt an ein Museum und dass da halt andere Leute auch Spaß dran haben und sich das angucken können, weil im Keller geht das natürlich leider nicht. Genau. Sammelst du selber auch noch weiter? Nein. Oder ist einfach abgeschlossen? Es ist alles abgeschlossen. Ist ja alles da. Ist ja alles da. Fläumchen gibt es da auch, glaube ich. Ja? Ja, genau, gibt's auch. Ja. Genau. Also Svenja, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Glückwunsch zu 600 Euro. Dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Svenja aus Hamburg. Ich kann euch eins sagen, unser nächster Gast hat auch eine schöne Kindheit. So viel kann ich schon mal verraten. Herzlich willkommen, Klaus aus Bayern. Oh, hallo. Klaus hat Folgendes zu berichten. Das haben Sie nicht verstanden, ne? Oh. Das ist Anerkennung. Nee, es macht Eindruck. Ja, genau. Nichts Tragisches. Nichts Trauriges. So, der Hinweis für euch. Stefanie beginnt. Klaus war schon mit vielen in der Kiste. Okay. Testen Sie Särge. Das wäre kaum zu glauben. Richtig. Nein. Das wäre wahnsinnig. Tolle Idee, aber... Hat es was mit Obstkisten zu tun? Nein. Mit dem Bett? Nein. Sie sind in einer Kiste? Ja. Mit anderen Menschen? Ja. Und was machen Sie mit der Kiste? In der Kiste? Ist das therapeutisch? Nein. Bezahlen die Leute dafür? Ja. Die ersten 200. Jörg ist am Dranzen. Okay, also, lieber Klaus, ist es ein Beruf? Ja. Könnte ich den Beruf auch ausüben? Ja. Oh Gott. Meine Mutter sagt immer, ich kann nichts. Warte, ist es ein Lehrberuf? Nein. Gibt es mehrere, die den Beruf ausüben? Ja.
Auf der ganzen Welt? Ja. Komme ich zu Ihnen? Das musst du präzisieren. Um das mit Ihnen in der Kiste zu machen, was immer Sie da auch tun. Dafür ja. Ja, ja. Ist diese Kiste mobil? Ja. Ist das ein Auto? Nein. Ist es ein Gefährt? Kann man damit fahren? Nein. Nein. 400. Bernhard. Das ist so deprimierend. Ich hatte total viele Ideen. Die hat der Jörg gerade alle kaputt gemacht. Es tut mir leid. Also, Kiste. Reden wir über der Kiste von einem Raum? Ja. Dieser Raum ist nicht beweglich? Nein. Ist der Raum unter der Erde? Nein. Unter Wasser? Nein. Über der Erde? Ja. Steht er besonders hoch? Nein. Er steht einfach nur auf einem, irgendwo drauf. Es ist ein ganz normaler Raum. Ja, entschuldige bitte mal. Steht. Hat dieser Raum... Ja, es hätte doch ein U-Boot sein können. So. Passiert in dem Raum was Besonderes? Ja. Hat es was mit Musik zu tun? Nein. Was mit Bewegung? Ja. Also in dem Raum passieren bestimmt, also passiert etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Ja. Ist es ein Sport? Nein. Ist es ein, eine Simulation? Nein. 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 600? Der vierte im Bunde darf sich jetzt noch versuchen. Hubertus, bitte. Arbeiten Sie mit Ihren Händen? Ja. Haben Sie Instrumente? Nein. Sind Sie Chiropraktiker? Nein. Geht es den Menschen besser, wenn sie wieder weggehen? Ja. 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 Ging es Ihnen schlecht, als Sie kamen? Nein. Nee. Gibt es etwas, was Sie mitbringen, was kaputt war? Nein. Spielt Musik eine Rolle? Ja. Ja. Würden Sie im weitesten Sinne von einer Heilung sprechen? Oder von einer... Bist du krank oder so? Nein. Muss ich jetzt nehmen? Nein, nein, nein. Spielt ein bestimmtes Musikinstrument eine Rolle? Nein. Nein, auch das nicht. Ich habe an Sauna gedacht, dass der Sauna-DJ ist. Das kann ich nicht sagen. Sauna-DJ. Das ist ein Sauna-DJ. Das ist nicht schlecht. Das wäre geil. Probier's ruhig mal, dann können wir noch ein bisschen überlegen. Ja. Er ist der einzige Sauna-DJ in Deutschland. Das wäre schön. Schöne Idee. Hey. Schöne Idee, genau. Hey, Freunde, herzlich willkommen hier in unserer Sauna-Disco. Wir haben die ganz heißen Beats heute mitgebracht. Ja, schöne Idee. Du bist gut heute, kreativ. Nein, aber es stimmt nicht. Ja. Sie, also bei Kiste fällt mir so ein, so eine Plattenkiste. Sie sind in so einer überdimensional großen Jukebox. Sie legen von hinten die Platten auf und legen sie, und das machen sie anderen Leuten zusammen. Die zahlen viel Geld dafür, sie sind glücklich und die Leute... Auch das? Nein. Gut auch bedacht? Nicht. Nein, stimmt auch nicht. Bernhard? Sie sind Besitzer einer Gartenlaube. Und das in dieser Gartenlaube... werden unfassbar heftige Partys gefeiert. Aufgrund der großen Überfüllung müssen Sie mit Ihren Händen dafür sorgen, dass die Menschen nicht zu nah aneinander sind, sodass immer Frischluft zwischen den Leibern entlang fließen kann. Sie sind Frischluftbeschaffer in Gartenlauben-Discos. Nein. Kann theoretisch alles stimmen, ja, ist aber nicht die gesuchte Geschichte. So, dann haben wir noch. Ist dann ganz knapp davor. Dann bleibt nur noch eins übrig. Ich behaupte mal, dass Sie der legendäre Laubsäge-Weltmeister sind und mit Ihrer Händearbeit... Ich weiß es nicht. Nein, Hubertus, auch das stimmt nicht. Und damit, Klaus, Glückwunsch zu 1.000 Euro. Das Irre ist, wenn du auf einen Klick bist, hast du dich Und ihr werdet euch jetzt in euren Allerwertesten beißen und gleichzeitig mit beiden Händen vor den Kopf schlagen. Klaus aus Bayern kommt aus Augsburg und er war schon mit vielen in der Kiste. Klaus,
gesagt. Klaus ist der Chef der Augsburger Puppenkiste, die sein Großvater gegründet hat. Er ist der Enkel des Gründers. Oh. Ja. Klaus Marschall ist bei uns. Die lachen doch immer so. Ja. Und wenn die sich setzen, machen die nur so. Ja. Genau so sieht's aus. Legendär, meine Damen und Herren. Und man kann es sich immer wieder anschauen und kriegt nie genug davon. Die Augsburger Puppenkiste. Grüßt euch, ich bin der Kasperl. Ich bin vielleicht schon 68 Jahre alt. Das ist ja kaum zu glauben. Und das ist mein Chef. Und ich bin Klaus Marschall, Enkel des Gründers der Augsburger Puppenkiste Walter Ömichen und Theaterleiter in der dritten Generation. Die Idee zu einem Marionettentheater hatte Klaus' Großvater bereits während des Krieges. 1948 wird die Augsburger Puppenkiste eröffnet und wird zur Legende. Die Idee zum Namen stammte aus dem Wunsch, eine Kiste zu haben, mit der man überall Theater spielen kann. Das heißt, die Puppenkiste sollte sich auch überall öffnen können. Und der Plan geht auf. In den folgenden Jahrzehnten erweckt die Kiste unvergessliche Stars an Fäden zum Leben. Urmel, das Sams oder Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Schöne Lummerland. Aber gell, tut's mir fein nicht bei all der Kunst oder das Handwerk vergessen, weil Handwerk hat goldenen Boden. Ja, wir machen hier alles für die Inszenierungen selber. Die Puppenspieler sind nebenher Schreiner, Schneider oder Maler. Kulissen, Figuren, Requisiten, das wird alles bei uns im Haus hergestellt. Wirklich kaum zu glauben. Aber hey Kasperle, komm mal kurz her. Unter uns, die Kiste ist ja ein Familienbetrieb, aber wer bei euch ist der Oberstrippenzieher? Hm. Das bin natürlich ich, weil ich bin ja auch der Älteste hier, gell? Wirklich? Flunkerst du auch nicht? Ja, also, ich muss schon zugeben, der Klaus hat mich ganz gut im Griff, gell? Aber jetzt muss ich wieder los. Pfiat euch, Servus! Ja, tschüss. Klaus, in diesem Fall, mit dieser familiären Vorbelastung kann man ja von einer schönen Kindheit ausgehen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich habe nur vorhin gestutzt bei der Heilung. Wir hatten mal den Fall, dass wir wirklich irgendeine Vorstellung hatten und in der ist ein Rollstuhl übrig geblieben. Also irgendjemand ist mit dem Rollstuhl in die Vorstellung gekommen und wie er wieder gegangen ist, hat er nicht mehr gebraucht. Deswegen habe ich da ein bisschen da gestutzt. Doch richtig. Ja, doch. Also eine therapeutische Wirkung. Eine therapeutische Wirkung gibt es sowieso. Es gibt also das therapeutische Puppenspiel und wir sind auch viele, viele Jahre in Kinderkrankenhäusern aufgetreten. Wie viele Puppen gibt es denn insgesamt überhaupt? Es sind insgesamt etwa 6.000 entstanden und wir haben heute noch knapp 5.000 bei uns im Fundus, die wir regelmäßig in unserem eigenen Museum ausstellen. Mhm. Unglaublich, ja. Also. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg der Augsburger Puppenkiste, dem Chef, dem ganzen Team. Danke für den Besuch. Danke. Klaus Marschall und Glückwunsch zu 1.000 Euro. Danke. Mhm. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Und Freunde, ich verrate euch nicht, wo er herkommt. Herzlich willkommen, Philipp. Servus. Philipp. Okay, also ich verrate euch doch, Philipp ist aus Helgoland zu uns gekommen. Ja. Nein, Philipp kommt aus München. Und Philipp hat eine besondere Geschichte für euch. Ja, hier kommt Philipps Geschichte, die kaum zu glauben ist. Oh, das kommt von Herzen. So. Jörg beginnt. Ja. Und der Hinweis an euch ist, bei Philipp kriegen Frauen keinen Fuß in die Tür. Okay. Jörg, bitteschön, viel Spaß. Lieber Philipp, ist es ein Beruf? Nö, ist kein Beruf. Hobby? Nee, auch nicht. Ist auch es nicht. Einmal passiert? Nein. Passiert es häufiger? Ja. Wollen Sie, dass es passiert? Ja. Okay, könnte ich das auch?
Ja. Das ist ja langweilig. Kommen die Frauen bewusst zu dir? Nein. Ist es ein Zufall, dass sie zu dir kommen? Nein. Auch nicht, nein. Es kommt gar keine Frau zu dir? Ja. Du arme Sau. Es kommen gar keine Frauen zu dir? Ja. Ja. Die ersten 200 Euro. Auch darüber freut sich. Ah, ich hab's. Du hast es, du hast endlich begriffen, ja, was du auf... Ja, jetzt hab ich. Ganz einfach. Du willst mich nur nervös machen. Ja. Es geht um Männer. Ja. Du hast nur mit Männern, also mit das, worum es geht, da hast du nur mit Männern zu tun. Ja. Männer kommen zu dir. Ja. Und haben dann einen Fuß in der Tür. Sozusagen. Und kommen dann, gehen dann zu dir rein. Ja. Und Frauen nicht. Das ist so ein Männerclub quasi. Also Frauen nicht? Ja. Männer schon. Du machst mit den Männern was? Ja. Etwas, was bei Frauen sehr albern wäre? Nein. Okay. Hat es was mit Kleidung zu tun? Nein. Nee, mit Gegenständen? Nein. Am Körper des Mannes selber machst du es? Ja. Ja? Ah. Er macht es am Körper des Mannes. Er könnte es auch am Körper der Frau machen. Aber es ist nicht gut. Er macht es nicht. Müssen die Männer, die zu Ihnen kommen, sich entkleiden? Nein. Machen Sie irgendwas, etwas an der Haut der Männer? Tattoos zum Beispiel? Nein. Muskulatur? Nein. An den Haaren? Nein. An den Füßen? Berühren Sie den Mann? Ja. An den Füßen? Unter anderem. Ja. An den Füßen? Ja, auch. Auch. An den Beinen? Nein. An den Füßen. Hat das was mit Medizin zu tun? Nein. Mit Naturheilkunde? Nein. Hat das was mit... Sex. Sex? Nein. Okay. Nein. 600 Euro und Stefanie? Für dich könnte Philipp leider nichts tun. Für den Hubertus? Ja. Muss man dafür ein Leiden haben? Nein. Für Hubertus muss man dafür ein Leiden haben? Nein. Ja, nein. Nein. Ich glaube, das nennt man Mobbing. Weiter also, geht's. Es kommen gesunde Männer zu Ihnen, um Erholung zu haben? Ja. Sich zu entspannen. Ja. Entkrampfen Sie sie? Nein. Es hat nichts mit dem Hallux Valgus zu tun. Wie bitte? Na, mit diesem. Ich glaube, das ist akustisch. Mit dem Hallux Valgus. Es ist am Fuß da, dieses Ding. Stefanie, deine Zeit läuft. Ja, aber was? Der Hallux Valgus? Passen Sie Schuhe an. Wie bitte? Passen Sie Schuhe an. Nein. Nein. Aber wir sind gar nicht. Wir sind nicht schlecht. Hört mal. Ja, das gehört mir schon mal, ne? Ach so, ja. 800 Euro. So, ihr dürft noch mal miteinander. Füße. Mit den Füßen. Ja, ich weiß. Ist etwas, was er mit den Füßen macht. Eine Fußmassage. Ja. Aber es ist ja nicht nur der Fuß. Es ist zwar nicht das Bein, aber die Frage ist, welches Körperteil ist wie der Fuß, Hände. Aber nicht wie das Bein? Die Hände. So, Jörg, es geht um Hornbildung. Oder? Jörg. Also, Philipp, Sie sehen zwar, Sie wollen mich ja mit Ihrer Garderobe hier nur ein bisschen aufs Glatteis führen. Eigentlich sind Sie in Thailand groß geworden und sind der einzige männliche Thai-Massagen-Anwender der westlichen Hemisphäre. Und Sie haben in München einen Thai-Massageladen nur für Männer ohne Happy End. Wirklich nicht. Nein. Ohne Happy End. War ein Versuch wert. Sie sind Fachmann für Hornbildung an Extremitäten. Sie sind in der Lage, kleine Kunstwerke in Fuß- und Fingernägel zu schnitzen. Nein. Nein, aber eine schöne Idee vielleicht demnächst. Ja, das Hubertus. Ich mach mal
Ich mach mal vor. Sie sind der einzige bayerische, chinesische Fußbesprecher. Sie können durch die Kraft ihrer Gedanken Menschen zum Laufen kriegen. Und waren in der Augsburger Puppenkiste. Und deswegen konnte ein Mann, der mit Rollstuhl reingegangen ist, wieder raus, weil sie waren in derselben Vorstellung. Genau so war's. Nein. Ich nehme schon mal das Säckchen in die Hand. Tut mir leid. Stefanie. Sie untersuchen die männliche Schweißbildung an Händen und Füßen und entwickeln dafür ein Deodorant. Liebe Stefanie, auch das stimmt nicht. Und das heißt, Philipp, Glückwunsch zu 1.000 Euro. Hat sich schon mal gelohnt, der Besuch. Ja? Ich bin mal gespannt, was kann das sein? Und ich muss euch sagen, ich hatte eben schon mal ein bisschen kurzen Herzstillstand, als der Klaus hier auf dem Sessel saß. Mhm. Ja, Philipp hat in München das einzige Nagelstudio ausschließlich für Männer. Maniküre, Pediküre gibt's bei Philipp. Und ich sage euch eins, ihr vier, alle außer Stefanie, ihr seid herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Bitte sehr, sehr gerne. Hier am Viktualienmarkt in München treffen sich Männer. Echte Kerle. Wie die Leute das erste Mal Hammer und Nagel gehört haben, haben sie gedacht, wir machen einen Swingerclub auf. Aber nein, hier geht es um den perfekten Nagel. Fingernagel. Wellness für den Mann im richtigen Ambiente. Und das kommt an. Ja, super, da gehen wir sofort hin. Ja, das finde ich eine tolle Idee, weil in rosa Plüschsalons haben sie keine Lust zu gehen. Hey, du bist so perfekt. Philipp Pechstein, Chef des einzigen Nagelstudios in Deutschland nur für Männer. Hier wird ihm alles geboten, was glücklich macht. Zum Beispiel ein Hammerding. Oder die schnelle Nummer. Handpflege in 15 Minuten. Kommen eigentlich auch mal Frauen vorbei? Also Frauen kommen schon auch rein zu uns und fragen nach, ob sie zum Beispiel die schnelle Nummer haben können. Ja? Aber diese Frage beneine ich, weil wir keinen Nagellack zu der Behandlung haben. Und so stehen hier nur Männer für das beliebte Kurzprogramm Schlange. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, aber anfühlen tut sich schon mal sehr gut. Ein gepflegter Fuß, ja, versprüht natürlich auch ein bisschen mehr Erotik. So, ja, passt, gell? Nicht schlecht, worauf die Männer so achten. Und so lautet Philipps Motto für alle Männer dieser Welt. Hände gut, alles gut. Also ein echter, momentan noch Geheimtipp. Hm? Ja, richtig, ja. Für die Münchner natürlich nicht mehr, die kennen es. Ne? Ja. Wie bist du, war deine Frau vielleicht ja auch beteiligt, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, total kurios. Also wir haben eigentlich nur Urlaub gemacht. Wir waren in Amerika und dann unter anderem in Los Angeles, in Hollywood natürlich. Ja, wo kann man sowas anders finden? Habe ich das gesehen. Aber die Idee hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich, wie ich zurückgekommen bin aus dem Urlaub, haben wir eben drum geschaut. Und dann haben wir das richtige Objekt gefunden in München. Und dann haben wir das Ding vor einem Jahr aufgemacht. Gibt es irgendwo anders in Deutschland sowas noch? Wahrscheinlich schaut ihr ja immer mal. Ja, wir haben in München jetzt, wie gesagt, einen zweiten Laden aufgemacht, gehen jetzt nach Nürnberg und wollen halt nächstes Jahr auch mit ein paar Filialen weiter expandieren. Ne? Hamburg? Ja, Hamburg, genau. Oder? Ja. Ist geplant. Ja, könnte sowas gehen, meinst du? Ja. Ist geplant. Wir reden. Hamburg. Wir machen Hammer, Nagel und Pilava. Ja? Klingt fest wie ein Titel für eine Fernsehshow, oder? Also danke. Herzlichen Dank für den Besuch, viel Erfolg natürlich weiterhin, auch für den Ausbau des Geschäfts. Philipp Pechstein. Danke. Ja, und viel Spaß mit den 1.000 Euro. Dankeschön, Philipp. Also, ihr müsst noch ein bisschen an eurer Quote arbeiten heute Abend. Ja, ganz schlecht heute Abend. Ich kann euch natürlich nicht zwingen, die Daumen drücken, jetzt die nächste Geschichte zu erraten. Denn das wünsche ich unserem Gast natürlich nicht. Ja. Herzlich willkommen, Hans-Peter aus Heidelberg. Guten Abend. Grüß dich. So, Bernhard wird gleich beginnen, aber nicht, bevor wir Ihnen verraten haben, warum Hans-Peter heute Abend hier ist. Bitte schön. Ja.
Das ist was ganz Ekliges. Genau. Bewunderung war es. Bewunderung. Es war Bewunderung. Es war Bewunderung. Bewunderung. Es muss sich also um eine Leistung handeln. Und der Hinweis lautet, Hans-Peter hat einen guten Draht ganz nach oben. Denk nicht zu kompliziert. Das ist bei Bernhard fast nicht möglich. So, ein guter Draht nach oben. Hat es etwas, ist es Ihr Beruf? Ja, ja. Kann man sagen. Hat es ganz nach oben, hat es etwas mit Religion zu tun? Nein. Nein. Hat es etwas mit Bergen zu tun? Nein. Hat es etwas mit oben zu tun? Ja. Gut, dann stimmt schon mal der Hinweis. es ist Ihr Beruf. Ist Ihr Beruf eine Dienstleistung? Ja. Also es kommen Leute zu Ihnen, um dann Hilfe zu bekommen. Ist es etwas Medizinisches? Nein. Ist es etwas Handwerkliches? Wenn die Frage zu schwer war, kann ich sie anders formulieren? Nein, nein, kein Handwerk. Nee, Hans, es ist kein Handwerk? Nein. Okay. Ist es eine Kunstwerk? Ja. Ja. Da müssen wir na wieder. Also, ein Kunstwerk. Ja. Kein Handwerk. Okay. Ja. Ein großer Unterschied. Ne? Gut, kann man so stehen lassen. Sind Sie im weitesten Sinne Künstler? Im weitesten Sinne, ja. Im weitesten Sinne, ja. Könnte man so sagen. Schmücken Sie etwas? Schmücken? Ja. Illustrieren Sie etwas? Nein. Also bemalen Sie eine Häuserfassade? Nein. Aber Sie üben diese Tätigkeit draußen aus? Nein. Aber oben? Nein. Ja, Moment, Sie haben vorhin gesagt oben. Oben ja, aber nicht oben. Ja, aber auch nicht oben. Also oben, ja, oben aber also nicht oben. Also Sie sind kein Schornsteinfeger? Nein. Schade. Ist damit Gefahr verbunden? Nein. Riskieren Sie. Hat das was mit Hierarchie zu tun? Haben Sie zu Ihrem Chef eine gute Verbindung? Draht nach oben. Ich bin der Senderchef. Ja, also ihr dürft nicht immer mehrere Fragen in einer stellen. Das ist immer das Komplizierte. Hat es etwas mit Hierarchie zu tun? Ja. Und da machen wir jetzt weiter. So müssen wir es beantworten, gell? Ja. 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 Stefanie, bitte. Hat das was mit Gott zu tun? Nein. Nein. Sie reden auch nicht mit Toten? Nein. Kommt man zu Ihnen, wenn man Probleme mit seinem Vorgesetzten hat? Nein. Vermitteln Sie? Nein. Sie sind kein Schlichter? Nein. Er macht nichts. Machen Sie das alleine? Nein. Sie brauchen andere Menschen dazu? Ja. Die Ihre Hilfe in Anspruch nehmen? Ja. 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 Wird das von der Kasse abgesetzt? Das wäre teures Vergnügen. Ist es was Spirituelles? Nein. Nicht Spirituelles? Nein. Was ganz Praktisches? Ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Aber es ist ein Kunst. 600. Das ist irgendwas Kunst. Was ist Kunst? Kunst. Kunst. Also, so weit sind wir noch nicht. Jörg ist noch an seinem Solo unterwegs jetzt. Okay, also es hat was mit Hierarchie zu tun. Aha. Es hat was mit Kunst zu tun. Hat es was Dekoratives? Ja. Guten Draht. Hat es was mit Licht zu tun? Nein. Warum nicht? Die dekorieren. Verzieren Sie in einem Haus etwas? Ja. Ja. Ah, wir sind gut. Also ich bin gut. Aber deine Zeit läuft. Mit Stuck zu tun. Da hat er was mit Stuck zu tun. Nein. Mit der Decke in einem Haus zu tun. Nein. Nein. Mit der Wand in einem Haus zu tun. Nein. Warum? Also das ist doch alles blöd. So, wir waren gut. 800 Euro. Wir sind dicht. Ne? Dekoration. Ganz nach oben. Hierarchie. Hierarchie. Kunst. Schmücken, und praktische Kunst in der Hierarchie. Ja, also. Er ist keine nicht in Gefahr, er ist nicht draußen, glaube, und nicht drinnen. Also ich glaube, dass er ist irgendwie so Innenarchitekt oder sowas. Jetzt muss er aber, weil er einen guten Draht nach oben hat, etwas innenarchitektisiert haben, was sehr weit oben ist. Ich glaube, Sie haben das Schlafzimmer einer besonderen Persönlichkeit gestaltet und ich tippe auf den Papst. Bernhard, das ist falsch! Nein. Aber so in die Richtung? Ach, die Richtung stimmt auch nicht. Dann glaube ich, es gibt in Heidelberg ein Schloss. In diesem Schloss oben ist ein Burgzimmerchen, wo eine schöne Burgfrau
wohnt. Und weil er ihr Herz erobern wollte, hat er dieser schönen Burgfrau im Schloss von Heidelberg ein Bett gezimmert. Je mehr er lächelt, desto weiter bist du weg. Ja. Er ist... Ist das gleich... Stefanie? Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe echt keine Ahnung. Das hat eine Hierarchie. Ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit so Weihnachtsbäume vor mir, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, vielleicht baut er mit den Drähten irgendwelche Königshäuser, so Buckingham Palace nach und das leuchtet dann. Leuchtturmwärter in Heidelberg. Nee. Jörg, also Hans-Peter, Sie fertigen für hochstehende Menschen, sprich Könige, Politiker, Kopfbedeckung. Nein. Überleg nochmal. Ganz sicher nicht. Und damit sagen wir herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro an Hans-Peter. Naja. Es ist etwas Künstlerisches, es ist etwas Dekoratives. Und der Draht nach oben hat etwas mit Hierarchien, aber sogar mit Monarchien zu tun. Hans-Peter ist nämlich der Hofflorist von Königin Silvia von Schweden. Schweden, Schweden sagt ja, er muss nach Schweden. Wann immer am schwedischen Königshaus etwas Besonderes gefeiert wird, dann klingelt das Telefon bei Hans-Peter und Königin Silvia ist dran. Deswegen hat er nämlich auch diesen Orden hier, diesen Hoforden. Und dann sagt sie, Hans-Peter, wir brauchen mal wieder Blumen. Letzte Vorbereitungen vor der großen Taufe von Prinz Oskar im schwedischen Königshaus. Hans-Peter Mattes weiß, worauf es ankommt. Es ist schon mehr oder weniger ein Staatsgeheimnis, welche Blumen wir dann letztendlich verwenden. Es soll ja eine Überraschung sein, wenn die Kameras angehen, dass dann wirklich auch eine... Oh, da ist. Hans-Peter belieferte schon Silvias Eltern in Heidelberg mit Blumen, kennt die Königin daher schon von Kindesbeinen an und all ihre Vorlieben. Also eher floristisch, nicht wahr? Sie ist als Frau natürlich den Blumen sehr zugetan. Aber am meisten liebt sie natürlich Tulpen, das ist ihre Lieblingsblume. Tulpen für Königin Silvia? Kein Problem. Hans-Peter ist ein Profi, wenn es darum geht, royale Herzen höher schlagen zu lassen. Es muss ja den entsprechenden Anlass passen, ne? Also ich meine, mit rosa eine Blume kann man nicht bei einer männlichen Taufe kommen zum Beispiel. Nee, das geht nicht. Und so arbeitet er mit seinen Kollegen bereits fleißig am nächsten königlichen Gesteck. Man ist sich immer bewusst, man arbeitet für ein Königshaus. Das ist was super Tolles. Hans-Peter Mattes, definitiv Deutschlands König der Blumen. Hans-Peter, jetzt müssen wir natürlich an der Stelle sagen, also Sie haben ein Blumengeschäft in Heidelberg. Jeder ist Ihnen willkommen, jeder kann zu Ihnen kommen. Jeder Kunde ist König. Jeder Kunde ist König. Aber wie kam es denn zu diesem Kontakt mit Königin Silvia, zu dem schwedischen Königshaus? Ja, ich habe ja schon die Eltern mit Blumen beliefert, die Familie Sommerlatt. Und also Vater, Mutter und dann hat man sich kennengelernt irgendwann einmal. Und dadurch hat man eben den Eintritt gehabt. Wie viele Menschen arbeiten an so einer Blumendekoration? Wenn ich so an die Hochzeit von Prinzessin Victoria zurückdenke, Victoria, da hatten wir ja das Gefühl, das ist eine Jahresproduktion von Holland, die da Verwendung findet. Ne? Wie viele Menschen arbeiten da im Floristenteam? Bei der Victoria waren wir 64 Floristen. Oh, unglaublich. Ja. Und wenn wir jetzt mal an die Taufe, also das war ja das jüngste Ereignis jetzt, die Taufe vom Oscar. Wie lange dauert das, bis sich das Königshaus dann entschieden hat und sagt, ja, es wird jetzt Fliederfarben oder ist die Königin da sehr schnell? Nein, man sitzt da schon privat hinter den Kulissen zusammen und überlegt, was kann man machen, welche Ideen, welche Wünsche. Und bei der Hochzeit, also bei der Taufe jetzt vom Oscar, Prinz Oscar, waren wir 6 Personen. Also 6 Männer haben da die Floristik gemacht. Und ich war einer davon dann so. Also wir drücken die Daumen, dass es weiter noch viele schöne und vor allem positive Anlässe gibt, die Sie dann floristisch in Schweden im Königshaus begleiten können. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro und vielen Dank für den Besuch. Hans-Peter Mattes, Dankeschön.
wunderbar. Und eine tolle Geschichte kann ich euch auch noch bei unserem nächsten Gast versprechen. Einen haben wir noch, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, hier ist Gerhard aus Wendeburg. Schönen guten Abend. Woher kam der? Wendeburg. Wendeburg. Und hier ist seine wunderbare Geschichte. Oh nein, wenn die schon so lachen. So, ich sag euch, Gerd war mal eine Frau. Ja, genau. Wenn die schon so lachen, wird es schwierig. Hubertus beginnt. Und der Ratehinweis, Hubertus, ist, Gerd lässt sich nichts vom Pferd erzählen. Aha. So, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. 45 Sekunden, meine Damen und Herren, ungebremst. Ja? Ihnen ist etwas passiert. Nö, passiert doch nicht was. Nein. Gut. Hat das was mit dem Beruf zu tun? Ja, das muss man schon sagen. Mit Ihrem Beruf? Haben Sie Ich bin Maschine. Ja, gut. Haben Sie mit Pferden unmittelbar zu tun? Nee, die stinken. Die stinken! hat es was mit einem Wettbewerb zu tun? Sind Sie vom Charakter her ein störrischer Mensch? Ja, kann man sagen. Ja. Wenn das weiterhilft. Du Armer! Wenn es weiterhilft. Das war die ersten 200 Euro. Ja, Stefanie, bitteschön. Erzählen Leute Ihnen was? Nein. Leute. Hat es was mit Pferden zu tun? Nein. Sie sind schlauer als die anderen? Ja? Oh, nee, sicher nicht. Da gibt es so viele schlaue Leute. Ja. Hier, da sitzen vier. Merkt davon gar nicht. Heute nicht, du. Schlau, aber ahnungslos. Das heißt, man kann sie nicht in die Irre führen? Ja. Hat damit nichts zu tun. Merkt schon. Das hat nichts vom Pferd und hat nichts mit Erzählen zu tun. Also bleiben noch vier Wörter. Lässt sich Gerhard. Nichts vom. Und Gerhard noch. Und Wendeburg. Und ja. Wendeburg. Ich hab Was? Was ist jetzt los? Nee, war kein Beruf. Der ist Maschinenbauer. Kein Beruf. Kein Beruf. Es geht weiter mit Jörg. Sie stellen eine Maschine her, die die Pferdeinhaber benutzen? Nein. Warum nicht? Das wäre eine Marktlücke. Tut das weh, was Sie machen? Keinen Fall. Nein. Könnte ich das auch machen? Nein, auf keinen Fall. ich hoffe nicht. Wenn ich es mache, tut es weh. Nein. Dem Pferd oder mir? Ich weiß nichts. Wir sind richtig Beruf. Gut. Wir sind heute ganz schlecht, wisst ihr das alles? Wir sind heute ganz schlecht. Überhaupt nicht. Er kommt aus Wendeburg. Sehr zum Wohle von Gerhard, der sich natürlich sehr über die 600 Euro schon freut, sehe ich eine gewisse Blockade im Rat. Ich habe schon drei Kollegen vor mir, die sich den Wolf geraten haben. Und es ist so, als würde ich gerade von vorne anfangen. Fangen wir von vorne an. Sie lassen sich nichts von einem Pferd erzählen. Hat es trotzdem etwas mit Tieren zu tun? Das muss man Mit einem anderen Tier, von dem Sie sich was erzählen lassen. Ich mache einfach weiter, auch wenn Sie nicht antworten. Ist es ein Säugetier? Ist es ein Weidetier, ein Tier auf der, also mit vier Beinen und so was? Mhm. Ist es eine Kuh? Mhm. Sie machen was mit Kühen? Ja. Mhm. Etwas, was lustig ist? Jo. Ja. So, reden Sie mit den Kühen? Können Sie mit Kühen reden? Jo. Können Sie Kühen die Milch rausquatschen? Er redet mit Kühen, um sie zu heilen, um ihnen zu helfen. Sie reden mit Kühen, damit die Kühe etwas tun danach. Um sie zu verstehen. Nee, das nicht. 800, nichts sagen. Ja, nichts sagen. So, also. Ja. Ich weiß es.
Ah, ja? Der kann durch seine Lockrufe die Wir reden ja Milch von glücklichen Kühen. Und die Kühe, die nicht glücklich sind, kommen zu ihm in die Praxis und sagen, ich bin nicht glücklich, ich kann keine Milch geben. Und darauf geht er in ein Therapiegespräch mit der Milch, mit der Kuh, bis sie wieder glücklich ist. Oder so. Steffi. Stefanie, was? Ja, das klingt total plausibel, dieser Kuhpsychologe. Ist aber so ein falsch. Kuhflüsterer. Vielleicht hat er was mit den Glocken, die um die Kuh drumherum sind, zu tun. Also so diese Alpenglocken. Ist schon klar. Ja, ist schon. Nein, okay. Ich weiß schon, wovon du sprichst. Ja. Ein Rekord. Nee, Jörg hat es jetzt. Sie sind der Einzige, nichts vom Pferd erzählen, Sie sind der einzige Mann der westlichen Hemisphäre, der auf Kühen Dressur reiten kann. Nein, einen haben wir noch, Bernhard. Der legt Hände auf. Guck mal die Hände an. Wie er die hält schon, wie Frau Merkel. Der kann die Hände bei Kühen auflegen und schon passiert was. Er quatscht mit Kühen. Sie sind jemand, der Kühe an ihrem Muhen erkennen kann. Er ist Kuh-Logopäde. Kuh-Logopäde, nein. Das könnte man nicht sagen. Leider auch nicht. Also ihr wart knapp dran. Aber ihr habt es nicht erraten. Und das heißt 1.000 Euro für Gerhard. Dr. Gerhard Jahns ist salopp gesagt Kuh-Dolmetscher, denn er hat die Sprache der Kühe entschlüsselt. Also er kann es übersetzen. Ja. Er hat ein Übersetzungsprogramm entwickelt für das Muhen der Kühe. Was will uns die Kuh damit sagen? Professor Gerhard Jahns aus Niedersachsen ist der Kuhflüsterer Deutschlands und weiß es. Denn er hat den Mu-Code entschlüsselt. Das ist der Ruf, wenn das Melken übersehen wurde, wenn die Milch also drückt. Ah ja. Und was, wenn was anderes drückt? Und dann an sich der wichtigste Ruf, nämlich dann, wenn das Tier brünftig ist. Ich wiederhole das nochmal. Klingt wie Musik in seinen Ohren. Fast 700 Laute hat der Forscher aufgezeichnet und mit dem von ihm entwickelten Computerprogramm analysiert. Das Ganze hochwissenschaftlich. Dargestellt ist dann über Zeit und Frequenz die Intensität. Also diese roten Punkte, das ist sehr laut. Das Wörterbuch für die Kuh. Entwickelt von Gerhard Jahns aus der Nähe von Peine, gilt bisher nur für die niedersächsische schwarz-bunte Kuh. Doch spricht die Kuh in Norddeutschland anders als die Kuh in Bayern? Das ist eine interessante Frage, ist noch nicht geprüft. Ach, hören wir doch einfach mal selber rein. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Und da muss die Frage erlaubt sein, wie kommt man dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Also Tierschutz und Tiergesundheit, das waren die Grundideen. Nun ist das ja mitnichten ein Hobby, das ist ein offizielles Forschungsprojekt gewesen. Ne? Gewesen, stieß auf großen Widerstand, weil... Weil die Leute erst mal gedacht haben, der Jahns... Ich bin Maschinenbauer von Haus aus und haben die gesagt, jetzt will der Maschinenbauer dem Biologen erzählen, was die Kühe machen. Dr. Gerhard Jahns, herzlichen Dank für den Besuch. Grüße nach Wendeburg. Danke. Ja, und viel Spaß mit den 1.000 Euro. Danke. Bleiben Sie bei uns. Ja, also wir haben wieder eine ganze Menge Spannendes, Interessantes, Unglaubliches heute Abend erfahren. Ich sage herzlichen Dank an unser Rateteam, das wieder alles gegeben hat. Vielen Dank an Bernhard Hoeker. Vielen Dank. Robertus Meyer-Burkhardt. Vielen Dank an Stefanie Stumpf und danke an Jörg Pilawer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und freue mich natürlich, wenn wir uns zur nächsten Ausgabe kaum zu glauben wiedersehen. Tschüss, machen Sie es gut, kommen Sie gut in die neue Woche. Ja.